Business on Air heißt es bei Würzburg Radio heute wieder und ich habe einen Studiogast, Detlef Kranke. Detlef, herzlich willkommen, ich darf gleich du sagen, bei uns sehr hier gerne, im Studio. Sehr gerne, Dankeschön. Ja, du sagen, das hat einen ganz, ganz gewissen Grund, weil der Detlef, der kommt aus Hamm in Westfalen, nicht weit von mir, also von meiner Geburtsstadt Bochum, nicht? Also sind wir artverwandt, dann dürfen wir gleich du sagen. Detlef, wir sind von Natur aus neugierig. Deswegen erzähl mal so ein bisschen über deine Person. Wurdest du in Hamm geboren oder da in der Gegend? Vom Dialekt her wahrscheinlich ja. Fast richtig. Fast. Ich bin nach Hamm gezogen aufgrund meiner Liebe, meiner Frau. Ursprünglich aufgewachsen oder geboren in Essen, aufgewachsen in Münster. Beruflich aber dann viel unterwegs gewesen. Das heißt von Münster über Ratingen, Dortmund, Düsseldorf. Viele Stationen gehabt, aber hauptsächlich in diesem Kreis, ja. In diesem Kreis hast du gelebt und gearbeitet und du bist dann irgendwann, so wie viele in unserem Alter, in der IT-Branche gelandet. Genau, da bin ich eigentlich relativ früh gelandet, das heißt nach dem Studium Elektrotechnik habe ich gleich als Pionier quasi angefangen in der Mobilfunkbranche. Damals gab es noch keine Funkstationen, noch keine Handys und ich habe die ersten Stationen mit quasi live schalten dürfen, habe das von der Pike auf gelernt. Bin irgendwann mal in das Thema Mobilfunk so tief eingestiegen, dass ich Experte wurde für die Maschinenkommunikation. Und das hat mich eigentlich mein Leben lang begleitet, bis vor 5, 6 Jahren, bis ich dann gesagt habe, so jetzt reicht's, ich möchte einfach mal komplett einen Cut machen und was ganz Neues starten. Habe ich aber noch eine Frage dazu. Gerne. Ich kannte das auch noch, als es mit Mobilfunk anfing, da gab es von Bosch oder irgendwas diese großen Kästen. Damals hat der Osten gerade, da musste man immer auf Berge gehen, damit man telefonieren konnte. Dann hatte dieses riesengroße Ding da bei sich. Ne? Die sind heute richtig wertvoll. Ne? Ich habe einen Bekannten, der hat noch einen gehabt, also da hat er richtig Geld für bekommen. Ne? Also ich habe noch einen Keller voll liegen. Ich war ja damals auch in der Technik und musste damals die Gerätschaften, die in den Markt kamen, auch testen. Nachher wurden die alle weggeschmissen und dann durfte man sich halt sowas auch mal mit nach Hause nehmen. Und damals hießen sie nicht Handys, sondern Portables. Ich habe also einige noch zu Hause von Bosch, von Motorola, von Siemens. Ja, genau. Und ich kann mich an die Zeit erinnern, die ersten Jahre, als Mobilfunk da war, haben wir diese Portables gehabt, um Bereitschaftsdienst zu machen. Und es war peinlich, wenn das Ding klingelte. Ich bin dann immer schnell in irgendeine Gasse gegangen, damit das keiner sah. Also es war schon peinlich, mit so einem Gerät durch rumzulaufen. Genau, wie eine Handtasche. Das war sehr schwierig. Da habe ich auch die ersten Gehversuche mit solchen Dingern gemacht. Aber du hast dann irgendwann gesagt, okay, ich habe da irgendwie genug davon, ich muss mich irgendwie neu finden. Mhm. Bist dann mit deiner lieben Frau irgendwie ein bisschen durch Europa, durch die Welt gereist, um so einiges kennenzulernen und hast dich dann auch wirklich tatsächlich nochmal neu erfunden, wenn man das so sagen soll. So ist es, genau. Ja, das hört sich vielleicht im ersten Moment verrückt an, aber ich wollte aus diesem besagten Hamsterrad aussteigen. Das heißt, ich wollte raus aus dieser Tretmühle, ständig das Gleiche machen. Ich war ja auch, ich sage mal, relativ erfolgreich. Also ich kann mich über meinen beruflichen Werdegang nicht beklagen. Es war sehr, sehr gut. Ich hatte zuletzt auch einen Traumjob. Das Problem war halt, man hatte nur noch zu arbeiten und das Privatleben litt massiv darunter. Und da wollte ich einfach mal einen Cut machen und sagen, so Feierabend, ich möchte jetzt mal wieder Privatleben haben. Hab gekündigt und hab dann meine Familie geschnappt, hab gesagt, so und jetzt gehen wir mal ein bisschen gehen wir mal auf Reisen und leben einfach mal wieder unser Privatleben. Und in diesem Zusammenhang bin ich mit dem Thema Kunst zusammengekommen. Ja, der eine, der geht dann her und sagt, ich wandere jetzt aus. Das gibt ja auch solche berühmten Fernsehsendungen über solche Geschichten, die dann einfach andere Länder entdecken, auswandern und so weiter und so fort. Bei dir war das ein bisschen anders, du hast dein Leben dann irgendwie ein bisschen anders entdeckt. Ja, wie gesagt, als wir mit der Familie dann gestartet sind und haben Rundreisen gemacht durch England, durch Europa, angefangen von Holland, Belgien, Schweiz, Österreich, Deutschland sowieso, haben wir viele Rundreisen gemacht. Auf diesen Rundreisen war nicht nur Sightseeing, sondern wir haben auch gesagt, wir gucken uns mal was Kulturelles an, das heißt mal ein Museum, mal eine Vernissage, haben dann Kontakt zu Künstlern bekommen und da ist mir etwas aufgefallen, dass mir quasi jeder Künstler das gleiche Thema schilderte. Er hatte Probleme, seine Kunst zu vermarkten. Das waren oftmals Künstler, die hervorragende Kunst haben, ob das Skulpturen sind, Bilder, haben Keller voll, Dachboden voll, Garage voll und können es nicht verkaufen. Und da kam mir die Idee, Mensch, ich habe doch Zeit. Ich habe Wissen, was Internet betrifft, also Internetvermarktung, Marketing, Werbung, Vertrieb, das sind alles Themen, die ich früher mitmachte, also unterstütze ich die Kollegen, sprich die
Künstler. Das war damals die Idee. Und was daraus geworden ist, ist, dass ich heute gesagt habe, okay, ich mache ein Business daraus, nachdem ich mir den Markt angeguckt habe, nachdem ich mit meiner Frau zusammen europaweit jede Kunstmesse besucht habe, jahrelang und einige Jahre auch jede Galerie, die uns auf dem Weg oder auf dem Weg vorkam, haben wir dann besucht und haben den Kunstmarkt analysiert und dann auch den Kunden. So, und so ist es jetzt zu meinem Business gekommen. Ja, auf deiner Visitenkarte steht was richtig Starkes. Kunststylist. Das ist ja richtig was genau. Besonderes. Nicht? Was ist da genau darunter zu verstehen? Kunststylist, wir haben uns lange Gedanken gemacht, wie wir diesen Job, den ich mache, wirklich nennen. Wir wollten nicht Kunstberater. Ich bin ja kein Experte für Kunst. Ich habe was anderes studiert. Ich wollte aber auch nicht sagen, hey, ich bin jetzt der Experte, der den Kunstmarkt kennt, sondern wir wollten was wirklich... etwas haben, was das Thema auf den Punkt bringt. Und deshalb haben wir Kunststylist genannt. Kunst, weil mein Job mit Kunst zu tun hat. Und Stylist, deshalb, weil ich die Kunst suche, die zum Stil meiner Kunden passt. Das heißt, ob das ein Unternehmer ist, dann heißt es, ne, es muss zum Stil des Unternehmens passen. Ob das jetzt ein Hersteller ist oder ob das ein Dienstleister ist, es muss zum Stil passen. Hm. Das heißt, die richtigen Farben zum richtigen Unternehmen. Ich kann nicht jede Farbe für jedes Unternehmen nehmen. So, es muss zum Stil passen. Aber genauso ist es natürlich auch für Privatleute. Jeder hat seinen persönlichen Stil. Und ich berate und unterstütze meine Kunden, den Stil auch in der Kunst zu finden, der genau zum Kunden passt. Das ist ja bei Unternehmen, ich kenne das, da wird gebaut, da wird geplant, da wird alles Mögliche gemacht und dann stellt man plötzlich fest, man hat da irgendwie leere Wände, da sollte noch irgendwas hin, irgendein besonderes Sofa oder was auch immer und dann steht man oft so vor einer Schranke und weiß nicht so richtig, was man da machen soll. Nicht? Und guckt dann in so 3-4 Galerien, ja, da könnte man noch mal ein Bild aufhängen, da könnte, das Ganze hat aber kein Konzept und bei dir hat das wirklich auch ein Konzept, was du den Unternehmern dort anbieten genau kannst. Genau das ist der Punkt, das ist mein Schwerpunktthema, weil ich bei dieser Analyse des Marktes habe ich halt nicht nur den Markt, sprich die Künstler und die Galerien angeschaut, sondern auch den Kunden und dabei ist mir aufgefallen, dass ein Kundensegment überhaupt nicht bedient wird und das sind speziell die Unternehmer. Du hast das Beispiel gebracht, Unternehmer baut einen Bürokomplex. Tolles Bauwerk, wird gut darauf geachtet, dass es Stil hat. Die Einrichtung muss passen, alles, muss stehen, alles ist da, die IT, dann wird eingezogen und dann wird man feststellen, es ist keine Raumatmosphäre da. Der Raum wirkt nicht, das ist kein Wohlfühlklima. Und gerade für die Gäste, die ich empfange, für die Patienten in Kliniken, für die Mitarbeiter und so weiter, ganz, ganz wichtig. Aber es passiert in diesen Räumen nichts. Hintergrund ist, weil sich keiner damit auskennt, weil keiner sich vorher Gedanken darüber gemacht hat. Weil auch keiner weiß, was gibt es überhaupt auf dem Markt, was passt. Und dann kommen solche Themen zustande. Ich habe es wirklich oft genug erlebt, auch in meiner früheren geschäftlichen Tätigkeit. Dann hängen Bilder von Oma und Opa an der Wand, um zu zeigen, hey, wir sind ein historisches Unternehmen in der 5. Generation. Oder da werden Marketingfolien von einer Messe an die Wand geknallt nach dem Motto, hey, guck mal, was wir produzieren. Ja, das weiß der Mitarbeiter und das weiß auch der Kunde, der kommt. Also lieber den Kunden in einer tollen Atmosphäre empfangen, denn der erste Eindruck ist oftmals ganz entscheidend für die zukünftigen Geschäfte, die man tätigt. Es ist ja auch heute unheimlich wichtig, dass ich in einem Business so eine Wohlfühlatmosphäre schaffe. Also nicht nur für meine Kunden, sondern für mich selber natürlich, dann auch für meine Mitarbeiter. Ja? Ja. Und das Ganze spielt ja da irgendwo mit rein. Man achtet da ja heute ganz, ganz besonders drauf, dass ich nicht nur einen Arbeitsplatz habe, wo ich ganz einfach zu funktionieren habe, sondern dass ich mich wohlfühle und besser funktioniere. Ja, das ist ein ganz wichtiges Argument, was du gerade bringst. Ich erlebe es, Gott sei Dank, dass immer mehr Unternehmer darüber nachdenken. Unternehmer waren früher, die Mitarbeiter waren für die Unternehmer früher schon extrem wichtig. Aber jetzt wird es immer wichtiger, weil man merkt, es gibt immer weniger freie Mitarbeiter auf dem Markt. Das heißt, man bekommt offene Stellen immer schwieriger besetzt. Man braucht mehr Leistung von den Mitarbeitern, die da sind. Und da ist Wohlfühlatmosphäre das Schlagwort schlechthin. Ich sage mal, wenn sich Mitarbeiter wohlfühlen, heißt das auch, sie sind weniger krank, sie sind höher motiviert, sie leisten auch mal eine Stunde mehr Arbeitszeit. Sie werden über mein Unternehmen, wenn ich Unternehmer habe, ne, mit Mitarbeitern, die sich wohlfühlen, die werden über mein Unternehmen erzählen. Also was will ich denn noch mehr? Es ist Werbung, es ist Wohlfühlatmosphäre, höhere Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter. Wunderbar. Jetzt kann man dich auch buchen.
du hältst ja. Vorträge darüber, als Speaker kann man dich da buchen und genau. Du hältst ganz einfach Vorträge darüber, was ist da wichtig, dass man ganz einfach als Unternehmer oder als Unternehmergruppe daraus auch lernen kann. Ja, in meinen Vorträgen gehe ich in erster Linie darauf ein, über die farblichen Wirkungen. Denn nicht jede Farbe passt zu einem Unternehmen. Wir hatten auch im vorherigen Gespräch kurz erwähnt, bestimmte Farben können sich sehr negativ auswirken. Wir hatten das Beispiel Kliniken, weil ich auch gerade im Bereich Kliniken sehr intensiv unterwegs bin, die passenden Farben zu den Patienten. Wenn ich psychisch erkrankte Patienten habe und dann rote Bilder an die Wand, kann sich jeder vorstellen, dass das nicht unbedingt förderlich ist für die Genesung. Genauso ist das aber auch bei Unternehmen. Ich kann bestimmte Unternehmen mit bestimmten Farbkonzepten unterstützen in der Wahrnehmung. Das heißt, ich kann im Unterbewussten ganz klar Dinge erzeugen bei den Mitarbeitern, bei den Gästen, ob das Vertrauen ist, ob das Kreativität. Ich will zwei Beispiele nennen. Wenn ich die Farbe Blau, die steht für kühle Atmosphäre, die steht aber auch für sachlich, nüchtern, analytisch und so weiter. Das heißt, wenn ich das bei einem Steuerberater, bei einem Rechtsanwalt, bei einem Notar platziere, dann wissen die Leute, ich bin hier gut aufgenommen. In einem Startup-Unternehmen, Marketing, Werbung, da sollte ich doch eher kreative Farben nehmen, gelb, orange, in diese Richtung gehend. Das heißt, da erwartet der Kunde doch keine Nüchternheit, Sachlichkeit. Eine gewisse Power richtig. Dahinter. Ne? So, und das sind so typische Beispiele und da gehe ich halt in diesen Vorträgen auch drauf ein, wie kann man was kombinieren und welche Farben machen wo Sinn. Wir haben uns kennengelernt durch ein Unternehmernetzwerk. Mhm. In diesem Unternehmernetzwerk sind wir auch. Ist eine spannende Geschichte. Ja. Und man kommt rum in der Welt, man kommt rum in Deutschland, man kommt rum in Europa. Du bist da in Hamm in Westfalen. Und in diesem Unternehmernetzwerk passiert immer eins. Da darf sich jeder 60 Sekunden vorstellen. Deine 60 Sekunden in die Kamera. Okay, versuchen wir es mal ganz spontan. Ich bin Detlef Kranke, ich bin der Kunsthallist. Was macht ein Kunsthallist? Ein Kunsthallist berät seine Kunden, unterstützt sie, die passenden Kunstobjekte, ob Bilder oder Skulpturen, für ihre Räumlichkeiten zu finden. Wenn Sie Unterstützung brauchen, wenn Sie jemanden kennen, der gerade neue Räumlichkeiten bezogen hat oder renoviert haben und dort Unterstützung braucht, sprechen Sie mich an, Detlef Kranke, der Kunsthallist. Jetzt müsste man natürlich okay. Nur noch wissen, wie man den Kunststylisten am besten erreicht. Am besten erreicht. Ich bin sehr intensiv auf sozialen Medien. Das heißt, ob das Facebook ist, ob das eine Webseite ist, www.kunststylist.de oder einfach auf Facebook Kunststylist, Instagram Kunststylist. Überall wird man mich finden. Wenn man Kunststylist ins Internet eingibt, man kommt nicht an mir vorbei, denn das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Ich bin der einzige Kunsthallist in Deutschland, den es gibt. Und es gibt ja nicht nur mich einzigartig, sondern meine Dienstleistung ist auch genauso einzigartig. Und deshalb bin ich auch im deutschsprachigen Raum unterwegs. Also während dieses ganzen Gesprächs 5 Titel Abwechslung, nicht? Und während die Abwechslung schon läuft, du lebst in Hamm in Westfalen. Letzte Frage an dich. Hamm ist für mich. Hamm ist für mich eine spannende Stadt. Besonders spannend wurde sie für mich, als ich die Unternehmer über diesen Unternehmerkreis BNI kennenlernte. Da habe ich erstmal festgestellt, wie viel so hinter den Kulissen los ist, dass jede Stadt, auch wenn sie noch so klein ist, Hamm ist nur 180.000 Einwohner groß, trotzdem sehr, sehr spannend sein kann. Detlef, herzlichen Dank für den Besuch hier bei uns im Studio. Ich danke dir für das Interview. Dankeschön. Gut.